Subjects. Servus, also wie ihr schon gelesen habt, geht es heute um Subjects. Aber was sind Subjects überhaupt? Ja, das Wort besteht aus zwei eigentlichen Wörtern, um Supporting Objects, also unterstützende Objekte. Und wie die euren Arbeitsalltag erleichtern können, das zeige ich euch jetzt. Implementierung. Als erstes möchte ich euch die Installation zeigen. Ihr ladet euch das Subject einfach herunter, dann erhaltet ihr eine SMZ-Datei, die zieht ihr per Drag and Drop einfach in ein Teilbild rein und bestätigt, falls ihr schon mal installiert habt, dass ihr die Bilder überspeichern möchtet, mit OK. Nun tauchen die Subjects in der Bibliothek unter Büro Subject Subject auf. Dazu habe ich mir jetzt mal einen Grundriss erstellt und habe schon sehr viele Subjects eingefügt. Wir schauen uns das Ganze mal im Detail an. Ich habe hierzu die grünen Kreise als Personen verwendet, Rechtecke als Tische, Quadrate als PCs und auch als Bodentanks. Doch die Auswertung ist überall komplett anders, je nachdem, wie ich das Subject vorher eingestellt habe. Ich zeige das einmal anhand der Auswertung des Reports, der automatisch mit installiert wird. Einfach den Report Subject Mengenermittlung auswählen, einmal mit OK bestätigen und dann die gewollten Subjects markieren, die ausgewertet werden sollen. Und schon wird der Report Designer alle Subjects in einer Liste aufzeichnen. Wie vorher versprochen, es wurden drei verschiedene Rechtecke verwendet, einmal als Bodentank, einmal als PC und einmal als Tisch. In der grauen Zeile werden uns immer die Gruppennamen aufgeführt und die Gesamtzahl angezeigt. Zum Beispiel hier Bodentank. Wir haben hier Länge 22, Breite 22, zwei Stück gesamt. Die errechnen sich aus 2 Bodentank 1 im Zeichner 1 Bereich Länge, Breite und Stückzahl. Wäre hier ein Detail anders, zum Beispiel hier Bodentank 2 oder die Breite und Länge anders, dann würde hier eine zweite Zeile aufgeführt werden. Hier haben wir noch einen kleinen Fehler, den wir gleich zusammen ausbessern werden, denn wir wollen, dass die PCs einfach hier zum Beispiel Rechner heißen und nicht Rechteck. Die Stückzahlen sind hier 4 und wir haben keine Länge oder Breite angegeben. Bei den Tischen haben wir die Länge und Breite wieder aktiviert, aber noch zusätzlich die Fläche. Die einzelnen Flächen werden hier in der Zeile ausgegeben und hier die Gesamtfläche. Auch die Stückzahl wurde hier wieder aufaddiert. Möchte man entweder nur eine Gruppe oder nur die einzelnen Ergebnisse anzeigen lassen, dann geht das über die Ausgabe. Hier können wir zum Beispiel einzeln angeben oder Gruppe. Ich möchte aber wieder beides anzeigen lassen und kann mir zum Beispiel jetzt einen der noch fehlerhaften PCs anzeigen lassen, indem dass ich mit der Maus über den Objektnamen fahre, dann erscheint hier so ein Finger. Und wenn ich jetzt einen Klick mache, wird ein Mark and Zoom in Altplan ausgeführt und ich werde direkt auf den PC hingewiesen. Ich switche wieder auf den Report, schließe den und klicke mit Doppelklick auf PC 1. Hier haben wir in der Zugehörigkeit den Namen Rechteck, den möchte ich ändern in Rechner. Schließe das Ganze. Kann dasselbe Spielchen auch bei PC 2 machen. Aber ich könnte auch theoretisch einfach die Attribute mit Attribute hinzufügen oder ändern, abändern. Jetzt werde ich nochmal die Mengenermittlung starten. Ich wähle wieder alle Objekte bzw. Subjects aus. Und ich habe jetzt hier anstatt Rechteck den Oberbegriff Rechner stehen. Typen. Um die Typen zu zeigen, bauen wir uns einfach welche ein. Ich wähle das Subject aus und gehe jetzt in meinen Bereich
Nummer 6 bei den Ingenieuren rein. Jetzt möchte ich zum Beispiel hier einen Bodentank in Rund anfügen. Dazu gehe ich auch einfach auf Objekttyp, Kreis, gebe hier meine Zugehörigkeitszahl ein und meinen Text. Wähle hier einen Radius aus, beziehungsweise Durchmesser, der Radius wird mir ausgegeben. Und ich entscheide mich dafür, dass auch der Durchmesser ausgegeben wird. Hier möchte ich noch Bodentank, in Klammer rund eingeben. Eine Zahl möchte ich hierfür nicht, deswegen deaktiviere ich das Ganze. Und auch hier oben möchte ich Bodentank rund stehen haben. In der Kosmetik möchte ich die Farbe Magenta, das ist schon korrekt. Transparenz möchte ich nicht haben. Und dann setze ich das Ganze hier einmal ab. Der Text wäre immer noch verschiebbar, aber der passt hier sehr gut. Dann schließe ich das Ganze und escape. Für den zweiten PC mache ich einfach einen Doppelrechtsklick auf den PC 21, erhöhe einmal die Zahl und setze auch diesen einfach hier ab. Ich schließe das Ganze wieder und der PC 22 wurde abgesetzt mit allen Einstellungen wie die anderen Rechner. Wir erstellen noch im Besprechungszimmer Deckenleisten, die wollen wir vielleicht auch auswerten. Dazu einfach wieder in die Bibliothek ein Subject auswählen. In dem Fall gehen wir auf die Linie. Wir möchten keine Tür, deswegen deaktivieren wir die Tür. Linie, wir sagen Deckenleiste. Hier geben wir den Bespr. Wir wollen die laufenden Meter danach ausgeben. Und jetzt können wir uns noch eine Farbe aussuchen. Ich nehme jetzt einfach in diesem Fall dieses Zitronengelb. Je nachdem, welche Rotation wir eingestellt haben, wird das Ganze hier abgesetzt und wir können das extrudieren. Den Text setzen wir hier ab. Deckenleiste. Dazu geben wir eine Zahl ein. Schließen. Und hier ebenso. Nur, dass wir jetzt hier den Beschriftungstext hier hinsetzen. Schließen das Ganze. Und auch hier in der Rotation geben wir 90 Grad ein. Und können die nächste Deckenleiste absetzen. Ich schließe das Ganze wieder und habe jetzt auch die Deckenleiste 2 eingefügt. Ja. Dann werde ich mal diese Tür hier entfernen und wir werden uns die Tür genauer anschauen. Wir gehen auf Kosmetik, wir holen uns diese Farbe. Wir möchten in diesem Fall eine Tür. Die Zugehörigkeit ist bei der Geschäftsleitung. Die Länge, die können wir noch einstellen, denn diese Tür ist natürlich meilenweit zu groß, denn es hat die letzten Angaben von der Deckenleiste übernommen. Jetzt klicke ich hier hin. Und kann einfach das Ganze ziemlich schnell verkleinern. Es ist natürlich auch möglich, das noch kleiner zu machen und dann zu verschieben. Gehen wir hier 0,79 ein. Genau. Und dann verschieben wir das Ganze. Die Tür ist die Tür Nummer 1. Wir wollen laufende Meter nicht in dem Fall, sage ich jetzt mal. Aber ich möchte die Türrichtung mit angeben, die jetzt hier rechts ist. Könnt ihr natürlich auch auf links schalten, was hier aber keinen Sinn macht. So, die Beschriftung kann ich jetzt zum Beispiel hier absetzen, dann schließe ich das Ganze und dann habe ich hier meine Tür. Ich kann das Ganze natürlich auch noch etwas verschieben, damit es hier besser reinpasst. Ebenso können wir ein Punktsymbol einfügen. Hier haben wir den Türstopper genutzt, aber auch für unsere Grünlilien. Ich möchte vielleicht noch eine weitere Pflanze hinzufügen und gehe jetzt hier wieder auf Kosmetik. Ich wähle die Farbe grün aus. Dann das Punktsymbol 4. Und ich nenne das Ganze Aloe. Und auch hier unten Aloe. Keine Zahl. In der Geschäftsleitung bekommt man jetzt auch noch eine Aloe. Rotation machen wir 0 Grad. Setzen wir mal da hinten ab. Und die Beschriftung. Hierher.
Jetzt haben wir hier eine Aloe und zu guter Letzt können wir noch einen Pfeil erstellen. Den Pfeil setzen wir mal hier ein und nennen das Ganze Zugehörigkeit keine, Haupteingang. In der Kosmetik wählen wir die Farbe Braun und können natürlich das Ganze jetzt wieder hier rotieren lassen. Aber auch hier unten ist ein Drehwinkel möglich. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf der 90 Grad stehen würden, könnten wir hier unten nochmal 180 Drehwinkel eingeben. Auch das wäre möglich. Dann kann ich das Ganze hier absetzen und den Pfeil noch etwas bearbeiten, je nachdem, wie ich möchte. So gefällt er mir. Ich möchte den Text nochmal rotieren lassen in dem Fall und setze diesen hier ab. Protokollierung. Wir werten das Ganze nochmal über den Report aus, wählen alles und nun haben wir alphabetisch sortiert die Objektnamen und jeweils die Einstellungen. Bei der Aloe haben wir einfach nur die Zugehörigkeit vom Raum 08 und GL und die Stückzahl, gefolgt vom Bodentank mit Durchmesser 29 und so weiter und so fort. Bei der Deckenleiste haben wir hier 2 x 2,80 m und 2 x 5,19 m, was eine laufende Meter von 1598 entspricht. Hier kommen wir zu den Easter Eggs. Die Personen, schaut mal, ob ihr damit draufsteht. Wenn nicht, beschwert euch gerne in die Kommentare oder schreibt, wenn ihr den einen oder anderen erkennt. Das sind jeweils entweder Supporter von mir oder Kunden. Natürlich habe ich noch einige mehr. Ich konnte leider nicht jeden hier mit auflisten. Hier noch die zweite Seite. Und dann werden schon die Rechner aufgezählt. Hier auch wieder alphabetisch sortiert. Vielleicht wäre es besser gewesen, 01 zu schreiben bis 09. Dann wäre die Reihenfolge noch etwas sauberer hier dokumentiert. Genau, und dann haben wir noch hier im Besprechungszimmer einen PC. Da wollten wir vielleicht auch noch die Hauptgruppe Rechteck zu Rechner ändern. Das könnten wir über diverse Filter machen. Und auch im Plotterraum dasselbe Spiel, kein Rechteck, sondern der sollte natürlich im Plotter geändert werden. Das machen wir nochmal gemeinsam. Wir könnten hierzu Filter benutzen. Natürlich bei einem ist es nicht sinnvoll, einen Filter zu benutzen. Einfach per Doppelklick drauf und ändern. Aber ich möchte trotzdem zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir können jetzt zum Beispiel ein Attribut übertragen. Dazu gehe ich vielleicht auf diesen Rechner. Ich deaktiviere erstmal alles, alle Hauptgruppen und aktiviere nur das, was ich übertragen möchte. In dem Fall ist es die Bezeichnung Rechner. Ich sage OK und jetzt geht es ja um diesen Rechner hier oder um diesen Bildschirm und den möchte ich jetzt auswählen. Dazu habe ich die Möglichkeit nach Attributen zu filtern und mein Tipp ist, nehmt euch mit der Pipette ein Subject, deaktiviert alles und sucht euch ein Attribut, das euch helfen kann. In dem Fall ist es die Positionsnummer Text PC. Damit kann ich alle PCs erreichen, egal welche Nummer sie dahinter dran stehen haben. Das heißt, jetzt habe ich die ganze Gruppe mit PC und könnte jetzt einfach hier einen ganzen Kasten drüber setzen und man sieht, alle PCs wurden ausgewählt und alles andere eben nicht. Dann anwenden und nun heißen alle PCs einfach Rechner. Wir kontrollieren den Rechner im Besprechungszimmer und sehen jetzt hier die Zugehörigkeit Rechner. Wenn ihr jetzt das Subject erwerben wollt, dann schaut doch einfach auf unseren Online-Shop unter www.alpla-einbauteile.de nach. Oder schreibt mir eine Nachricht an info@subgrade.academy und als kleines Zuckerl und Schmankerl, jeder, der den
Ingenieurguide anmeldet, bekommt dieses Tool kostenfrei als Bürolizenz mit dazu. Servus, ciao, euer Peter. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.